Ja, dumm ist es, die dumm ist. Spielzeuge. Verdammt, ich habe das Gefühl, ich muss kotzen. Zack, red mit mir jetzt nicht, ja? Lass uns gehen. Okay, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Der Weg geht weiter hinter diesen Eisenstangen. Ich frage mich, ob das zu dem ersten Teil führt. Das kann sein. Was ist los? Ich glaube, ich habe eine Art Geräusch gehört. Oder eine Stimme. Es ist dunkel und nicht sichtbar, aber ein fauler Geruch kommt durch. Hier dasselbe. Was ist das hier? Nichts? Okay. Was denn? Hey, was ist los? Stimmen. Kommt jetzt ein Jumpscare? Schon wieder. Ah! Ah, was ist los? Etwas, das aussieht wie eine menschliche Hand, bewegt sich. Eine Hand? Hackt er sie jetzt ab? Oh, das muss eine dieser der gefangenen Opfer dieser Hure sein, ha? Huh? Au. Mann, die ist ja in so einem Scheißzustand, dass der Körper schon zusammenfällt, wenn man bloß drauf tritt. Das ist nur passiert, weil er die ewige Gefangenschaft angenommen hat, die diese Bitch angeboten hat. Dieser Typ ist nutzloser als Titten an einem Bullen. Sieht aus, als gäbe es Leute, die sogar dümmer sind als ich. Oh je. Hey, ja, kümmere dich nicht drum. Es ist schon tot. Es ist nicht lebendig. Hä? Glaubst du? Dann lass uns hier rausgehen. Wir haben genug Zeit mit diesem Bullshit verbracht. Verschwendet. Okay. Okay. Ah, es riecht, als würde etwas verrotten. Aber ich muss sagen, das ist schon ein krasses Spiel. Ne? Das ist schon ein krasses Spiel. Ach ja, die Spikes, die habe ich schon vergessen. Ich habe erst vor einer Weile sowas Ähnliches geträumt, tatsächlich. Es ist dunkel und kaum erkennbar, aber dieser Boden sieht tödlich aus. Oh je. Oh nein, zwei verschiedene Türen. Hallöchen, willkommen, Kinder. Glückwunsch, dass ihr es so weit gebracht habt. Wie ihr sehen könnt, ist ein falscher Schritt bereits euer pieksiger Untergang. Aber es ist tatsächlich nicht so schlecht, wie es vielleicht klingen mag. Es gibt nur zwei Wege. Ja, ein Weg, der führt zu einem etwas anderen Ort. Das ist alles. Welchen Weg ihr nehmt, das liegt völlig an euch. Nun ja, die Strafe erwartet euch sowieso da drin, richtig? Jedenfalls, was wird es sein? Es gibt schließlich zwei von euch. Ist es nicht an der Zeit, dass ihr diese dumme Scharade fallen lasst und eure kindischen Versprechen... Das ist ja fast zum Lachen. Ich denke, es ist ein unfaires Versprechen, dass, da ihr sowieso sterben werdet. Nun dann, genug davon. In diesem Raum werdet euch beide... Achso, ihr werdet nicht denselben Weg nehmen. Na dann, viel Glück. Ich warte dann mal und sehe, wer zuerst untergeht. Okay, also einer muss rechts, einer links. Scheiße. Warum muss denn alles so langsam machen lassen? Ey, wann können wir endlich hier raus? Oh, ich muss ruhig bleiben, diese dumme, lachende Bitch. Ich möchte sie so sehr in Stücke schneiden. Hey, warum bist du so gedankenversunken? Nachdem du dich um diese Frau gekümmert hast, sei sicher, dass du mich auch tötest, wenn wir rauskommen. Fuck, Alter, du bist ja wirklich nur in so einem Tunnelblick drin, ja? Naja, du scheinst jetzt nicht wirklich die Absicht haben, mich zu töten. Ja, wegen deinem Blick. Oh, und mein Versprechen mit dir, das ist sowieso nichts wert, bis wir hier rausgekommen sind. Dessen bin ich mir bewusst. Ja, dann tu bitte was gegen diesen puppenhaften Blick, den du da auf deinem Gesicht hast, so lange. Und während du dabei bist, hör auf, mir dumme Scheiße an den Kopf zu werfen, ja? Deine Fragen sind dumm. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Also hör auf, mich so rumzukommandieren. Okay, es tut mir leid. Na dann, weiter geht's. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier springen können. Da drüben geht's weiter. Sieht so aus, als könnten wir drüber, wenn wir springen. Springen so weit? Das schaffe ich nicht. Ach, scheiße. Na gut, soll ich dich dann rüberwerfen? Kannst du mich denn mehrmals rüberwerfen? Naja, wenn ich verkacke, dann fällst du zuerst mit dem Kopf.
Und dich zu schmeißen ist gar kein Problem. Ich kann bloß nicht kontrollieren, wie hart ich dich schmeiße. Dann lieber nicht. Hey, was ist los? Dieses Seil könnte jeden Moment kaputt gehen. Ich bin nicht sicher, ob es genug aushält, mich zu tragen, aber uns beide. Hä? Aber das bringt doch nichts, wenn wir nicht beide rauskommen. Verdammt. Hey, was ist der Plan? Wir müssen ja irgendwie... Achso, wir kommen so nicht weiter. Wir haben keine Wahl, als uns aufzuteilen. Hä? Und werden wir es denn schaffen, wenn wir das tun? Ich bin nicht sicher. Nicht sicher, was zur Hölle passiert denn, wenn wir sterben? Was passiert? Ah, in Ordnung. Tut mir leid, dass ich sowas Dummes gefragt habe. Dann bewegen wir uns. Okay. Achso, er ist weg. Ja, ich komme ganz knapp nur drüber. Oh mein Gott, eine Pistole. Ja, ich muss schnell kommen, drüber gehen. Oh, da wurde ich direkt erwischt. Gut, dass ich gespeichert habe. Da da dam da dam dam dam. Okay. Ja, jetzt kommt hier die Gun. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe extra gewartet. Das wird bestimmt lustig. Ich sag's euch. So. Ja, eine Gun. Cool. Okay. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, ich werde hier eine Weile hängen. Da, 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 da. Okay, also ich muss immer vor und dann ein Stück zurück. Oder ich muss rennen. Ich habe nämlich Shift nicht gedrückt, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich muss Shift drücken. Ich probiere es nochmal. So. Whee! Ja. Whee! Whee! Und das war's. Ich habe es irgendwie geschafft. Zack? Was ist das? Zack und ich werden auf dem Bildschirm gezeigt? Hey, noch eine Waffe? Alter, ich hoffe, dass sie sich nicht selbst töten lassen will. Ach man, es bringt ja nichts drüber nachzudenken. Also ich muss einfach bloß darüber springen und dann auf die andere Seite, ja? Was zur Hölle? Wie soll ich denn jetzt springen? Oh, scheiße, bah, da muss ich wohl improvisieren. Okay. Scheiße, so weit kann ich nicht springen. Verdammt, welchen Weg soll ich gehen? Geh zurück, Zack. Hä, wieso? Ich kann dich auf dem Screen sehen. Zack, spring in die Richtung, in die ich dir sage, dass du springen sollst. Dann kannst du sicher durch. Zack? Ja, ich hab dich schon gehört. Also alles, was ich tun muss, ist zurückgehen, ja? Ja, und bitte mach weiter, wie ich sage. Ja, okay, ich glaube, ich komme auch allein zurück. Wenn du das sagst... Kann ich? Okay, dann mal zurück. Alright. Zack, geh nach unten. Ja, okay, mache ich ja schon. Ja, hier ist eine Sackgasse. Aber ich habe doch Lower Right gesagt, oder? Ah, scheiße. Lower Right. Habe ich ja gesagt. Lower Right. Okay, dann bitte down. Lower Left. Lower Right. Zack, wenn du da lang gehst. Ah ja, es geht nirgendwo hin. Dann Left. Left. Ich muss runter, oder? Zack, du musst zurück. Ja, Schnauze. Down. Down. Zack, du sollst... Ich versuch's. Wenn du nach links gehst, kannst du nach oben gehen. Zack? Ja, ja. Genau, da wollte ich hin. Okay, und jetzt upper left. Hoch. Ja, ich sehe das doch. Ich kann nicht auf dem Screen sehen, also dachte ich, ich könnte es dir einfach sagen, dann geht's schneller. Aber wenn du es nicht rüber schaffst, dann könnte das schlimm werden. Ich bin doch nicht irgendeine Schachfigur, die man hier rumkommandieren kann, ja? Also versuch, hör auf, mich so zu behandeln. Up. Up. Upright. Und er ist da. Ich brauche mal ganz kurz mein Taschentuch, was ich hingelegt habe. Ah. Hallo, geh hoch. Danke.
Yo. Zack. Es gibt zwei verschiedene Türen und eine ist hier. Scheint so. Was ist der Plan? Naja, außer weiterzugehen bin ich mir nicht sicher. Und du bist sicher, dass du nicht noch Poison, Gift in deinem System hast? Du siehst nämlich total gedankenversunken aus. Mir geht's gut. Naja, ich schätze, alles, was wir tun können, ist weiterzugehen. Ja, ich weiß. Ich tue, was ich kann. Da, wenn du willst, dass ich dich töte. Hä? Er ist sauer. Tja, das ist doof, nehme ich an. Ist der Raum hinter den Eisengittern da, wo Zack ist? Ja, geh bitte weiter. Oh. Da ist eine Spritze mit irgendwas drin. Das ist versperrt. Zack, dieser Raum. Ja, die Tür ist versperrt und alles, was hier ist, ist diese Spritze. Also was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Die einfach reinballern und dann high werden? Eine Spritze. Ich werde die mal überprüfen. Da ist irgendwas drin. Die Nadel ist scharf und sie scheint wirklich ernst zu sein. Was für eine Art Droge ist das? Das werden wir jetzt erfahren. Hallo, endlich treffen wir uns mal in Persona. Da haben wir Kaffee. Catherine Ward. Was für ein geiler Name. Mein Gott, ihr beide seid ja hier. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier jetzt was richtig Geiles erleben werden. Du sadistische Bitch, was zur Hölle ist es diesmal? Oh, Zack, warum denn so unverschämt? Redet man so mit einer wunderschönen Lady? Manche Dinge ändern sich einfach nie. Aber deswegen bin ich auch so heiß auf dich. Hör auf damit. Wie wär's, wenn du hier runterkommst und dann werde ich dich so richtig aufschlitzen? Du dummer Junge. Ihr seid diejenigen, die euren Untergang bekommen werden. Hey, was ist diesmal dein Plan? Hey, Rachel Gardner. Was glaubst du, wofür ist diese Spritze gedacht? Um Medizin in den Körper zu rammen? Ja, bingo! Die Tür in diesem Raum wird sich erst öffnen, wenn ihr euch diese Spritzen eingeführt habt. Eine ist voller wunderbarer, gesunder Vitamine und eine ist nicht ganz so gesund für was anderes. Dieses andere hat übrigens eine Chemikalie, die euch in den Schlaf wandern lassen wird und euch mit Albträumen bestrafen wird. Mein Gott, ihr werdet nie wieder aufwachen. Welche Spritze ist es? Als ob ich das sagen würde. Hab ich eh vergessen. Original war der Raum so designt, dass jemand die gute oder die schlechte Wahl treffen könnte. Aber ihr habt ja gesehen, wie der Part aufgeteilt war, richtig? Wenn das Glück auf deiner Seite ist, dann wirst du dir die Vitamine zuführen. Andererseits wirst du dir die tödliche Chemikalie zuführen. Ein Glücksspiel, wenn man so will. Aber ich habe ein bisschen mich verschätzt, weil es ja zwei von euch gibt. Du wusstest, dass das passiert... Oh, du bist ja ein gemeines Kind. Dieser gute Kopf auf deinen Schultern ist alles, was dich am Leben hält. Also habe ich euch überwacht. Aber wie Zack schon sagt, du bist so langweilig. Oho. Na gut, das war's dann auch mit diesem langweiligen Gelaber. Da es zwei von euch sind, mache ich einen speziellen Twist der Regeln. Ihr könnt euch gerne mit den Spritzen tauschen. Außerdem kann einer von euch sich beide spritzen. Jedoch geht sicher, dass bis auf den letzten Tropfen alles eingeflößt wurde. Ich werde auch da sein. Achso. Es ist, glaube ich, richtig anstrengend, beides zu bezahlen. Wartet mal, ich muss das nochmal neu lesen. Ja, bis zum letzten Tropfen. Der will mir halt pay for any shenanigans. Never see the night of the again. Ich weiß nicht, ich denke mal, es wird einfach zu teuer sein, irgendwas zu kaufen. Ich habe keine Ahnung. Und deshalb, meine geliebten Sünder, wünsche ich euch einfach Glück. Ich schau mal, was Shenanigans sind. Zack! Shenanigans. Shenanigans. Spielereien. Okay. Ja, also hat keinen Bock auf Spielereien, nehme ich an. Sie meine ich. Hey, gib mir dieses Spritzer. Okay. Und jetzt? Hier ist sie. Oh. Hey, weißt du, welche tödlich ist?
Habe ich mir gedacht, ich weiß es auch nicht. Was ist der Plan? Mann, wäre ein kalter Tag in der Hölle, wenn ich in einem Scheißloch wie diesem sterben würde. Diese Frau kann mal dran lutschen. Alles klar, soll ich beide mir einflößen? Glaubst du wirklich, dass du danach wieder aufwachen würdest? Werden wir rausfinden oder willst du es probieren? Ich? Zölle, nein! Jedenfalls, wir wissen nicht, welche davon voller Drogen ist. Also wäre es besser zu wissen, welche von ihnen uns, töten wird. Wenn du es nicht machst, mach ich's. Wir wissen aber nicht, was dann passiert. Nicht sicher? Was passiert, wenn du hier umfällst und stirbst? Was dann passiert? Ich meine, wenn du stirbst oder ich sterbe, was machen wir denn dann? Was du geschworen hast, wird dann nicht wahr werden, aber das... Ich weiß nicht. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Hä? Oh, das stimmt. Du hast ja einen Todeswunsch. Tut mir leid, dass du was Dummes gefragt habe. Dumm. Diese Bitch hat recht. Du und ich, wir sind beide Spielzeuge. Naja, ich kapiere dieses Ganze bei Gott schwören nicht, aber solange du glücklich stirbst, ist es okay, richtig? Also, sag mir etwas. Ist dieser leere Gesichtsausdruck etwas, was damit zu tun hat, dass du dich dem Tod hingegeben hast? Mann, ist das scheiße, ey. Ich werde hier von einer leblosen Puppe bespielt. Und dennoch, ich werde nicht in die Hände dieser Bitch spielen. Hier rauszukommen ist meine höchste Priorität. Also, mach ich, wie du willst, ja? Hä? Ah, gib her! Warte, das ist meine Spritze! Halt die Klappe, wenn du darüber so dich beschweren möchtest, dann mach das, nachdem du es selber getan hast. Aber diese Chemikalie sieht gefährlich aus, aber das ist nicht Gift, richtig? Wenn es mich tötet, dann bedeutet das, dass du danach sterben wirst. Und in diesem Fall wäre es besser, wenn ich sie reinflöße. Warte! Kein Warten mehr. Okay, also hat sich jetzt beide gegeben. Es ist auf. Hey, gehen wir weiter. Er wird bestimmt gleich umkippen. Ah, scheiße. Oh, mein Kopf hört nicht auf, sich zu drehen. Ich sehe Sterne. Ja, scheiße. Ah, er hat wieder einen Traum von damals. Was bin ich hörend? Was ist das? Wäsche? Ah, der Film läuft. Gut, sie hat gesagt, man kriegt Albträume. Wow, das ist ein Meisterwerk. Und ich nehme an, Zack hat das gesehen und dachte sich so, boah, das bin ich. Das werde ich sein. Ah, das ergibt Sinn. Das sollte ich tun. Tja, selber schuld. Der Aufseher hat verkackt. Ah, er steht noch. Zack, Zack, geht es dir gut? Was ist los? Oh, ich möchte töten. Ich werde wahnsinnig. Verstehe. Mach, wie du willst. Ah, stimmt. Ich hab dich vergessen. Aber... ist das okay für dich? Hä? Du bist ja noch nicht rausgekommen. Außerdem, mein Gesicht hat auch immer noch diesen gleichgültigen Gesichtsausdruck, richtig? Bedrohst du mich jetzt nach all der Zeit, ha? Nein. Du hast bei Gott geschworen, dass du das für mich tun würdest. Und so ist das auch ein Schwur an dich selbst. Also, ich befehle dich jetzt nicht oder bitte dich um einen Gefallen. Ich frage nur, ist das okay mit dir, Zack? Für dich, meine ich. Ist das okay für dich?